So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich mache gerade mit einer neuen Maus hier rum. Hört sich auch doof an, ne? Ich mache mit einer neuen Maus hier rum. Nein, ich habe eine neue Maus. Und ich muss mal gucken, wie sich das denn so anfühlt jetzt, ne? Okay. Oh, ist das so, ja? Ich hätte es auch wissen müssen. Was habe ich jetzt gedrückt? Ah ja, okay, genau, richtig. Ich muss wieder lernen. Ich habe das Spiel 3 Tage nicht mehr gespielt. Habe ich denn kein Fleisch am Start? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe noch den ganzen Mund voller Essen quasi. Ich war gerade dinieren. Entschuldigung. Mein Diskus. Yay. Einmal auftauchen, bitte. Oh, wir sind schon gleich am Wrack. Yay, genau den brauchen wir. Das ist der beste Fisch der Welt. Aber hier wird er auch nicht angezeigt, ne? Der wird im Allgemeinen... Doch, jetzt wird er angezeigt, dass man den mitnehmen kann. Aber bevor man den... Nicht, dass ein Hai kommt und den wegfrisst. Wir sind hier immer noch auf dieser Insel, glaube ich. Wo wir die Skelette gefunden haben. Aber ich bin der Meinung, ich hatte ja schon alles abgecheckt. Und ich war der Meinung, dass es hier nichts mehr gab. Außer Krebse. Ja, Fischi, Fischi. Habe ich noch kein Lagerfeuer gebaut? Ich hier nie. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr suboptimal. Komm, lass dich fallen, Dicker. Na komm, geh. Geh einfach in Fort. Wie gesagt, nochmal mit der neuen Maus mal lernen. Ich glaube, das ist so eine... Das ist eine Maus halt, ne? Ich glaube, Ego-Shooters kann ich vergessen mit der Maus. Das ist aber viel zu schnell, lässt sich nicht sehr viel langsamer eindingsen. Das ist aber auch eine Billigmaus. Muss ich auch ehrlich gestehen. Das ist keine Logitech. Ich habe meine alte war eine Logitech MX 518. Ja. Die ist aber mittlerweile auch schon 13 Jahre alt. Und irgendwie gibt sie auch dann langsam den Geist auf. Und deswegen, hey, brauche ich mal was Neues. Ach ja, ich habe ja keine Lederstrapse mehr, ne? Es muss doch nur eine Insel geben mit mehr Wildschwein. Achso, diesen einen Speer, der da lag, ne? Den könnten wir eigentlich noch gebrauchen. Da müssten wir unbedingt nochmal was herstellen. Habe ich das jetzt hergestellt einmal vorher? Hallo? Der reagiert überhaupt gar nicht mehr. Das ganze Spiel reagiert gerade null. Warte mal eben. Das Spiel reagiert gerade nicht. Abgestürzte? Achso. Na gut, meinetwegen auch das. Reagiert nicht, nee, aber ich bin auch zu blind, das ist, naja. Und ich hätte gedacht, die Maus wäre laut, aber ist sie gar nicht. Vom Klicken her. Oh, geil. Nicht lauter als meine alte Maus. So, jetzt gibt's erstmal schönes Steak. Vom Fisch. Was habe ich denn gerade vor? Ich habe mir gerade was durch den Kopf gehen lassen. Das ist wieder weg. Mal so eine Frage, ne? Wo wollte ich eigentlich hin danach? Ich weiß noch, dass ich gesagt hatte, ich muss... Warte mal, hier war eine andere Insel. Wo ist die Insel jetzt hin? Da, genau. Und ich wollte hier dran vorbei, glaube ich, ne? Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass wir nicht... Ach ja, ich weiß, wo ich hin wollte. Ich wollte mir diesen anderen Speer da mal einsammeln. Ja. Was ist hier drin? Es gibt so viele Hammer, ey. Pass auf.
Drei Hammer? Nein, ich wollte mich doch nicht damit... Oh Gott! Ich dachte, ich hätte das noch nicht gemacht. So. Da hätten wir ein Speer. Das wollen wir uns mal ganz kurz mal mitnehmen. Und auf dem... Waren wir schon mal da hinten? Beim Dings? Weiß ich nicht. Ich glaube, da war das... Wir sind doch auf der Insel mit den Skeletten doch, ne? Ja. Okay. Warum habe ich denn hier so viele Palmen gekillt? Oh. Dann sind die wahrscheinlich gestorben, die Jungs hier gerade. Ne, Jungs. Remoyer Speer, das möchte ich gerne. Das braucht ihr nicht mehr. Dankeschön. Tschüss. So. Wie schaut's denn hier aus? Ach, ich weiß, was ich hier gemacht habe. Ich habe meinen Fluss erweitert. Ich habe mich geärgert, dass ich hier nichts ranheften kann. Jetzt sollte ich noch hier bis zum Ende hier machen. Dass nur noch beim Ruder Platz ist. Aber hier passt wahrscheinlich nichts hin. Warum habe ich da einen Ball da drin? Eine Kokosnuss. Warte mal, brauchen wir da was zu trinken? Oh ja. Nach wie vermisse ich meine Super-Axt. Ja, natürlich, das war klar. Lass mal trotzdem ganz kurz. Genau. Denkst du, wenn wir gleich essen, Fleisch? Es regnet, die Erde wird nass. Ach du Doofkopf. Ich wollte doch mein Essen nur essen. Mhm. Oh, bei dem Wetter dürfte es schwer sein, Feuer zu machen. Drei Stunden später. Ist es überhaupt... Nee, ich wollte gerade fragen. Ist es überhaupt möglich? Ja, es ist möglich. Wir müssen noch mehr Kokosnüsse irgendwie rumrollen und so. Die wir noch nicht getrunken haben. Ich erinnere mich auch gerade dran, was wir hier gemacht haben noch. Wir hatten tatsächlich die Sachen von meinem Boot gemacht. Und ich war dabei, die ganze Insel abzuforsten hier tatsächlich. Wir müssen die Dinge eigentlich am besten eine Kiste mitnehmen hier, ne? Diese Blätter. Also gut für unser Water Collector. Hat die keine Kokosnuss gehabt? Warum noch Wasser und Essen und Leben und Schlaf? Mal eben. Das nehmen wir mit. Nimm mit. Das nehmen wir auch mit. Hübsch, dass es immer leckt hier, wenn wir Gewitter haben. Dann ist noch eine Insel. Das müsste mal irgendwie meine Insel auch irgendwo sein. Da brauchen wir jede Menge. Komm denn mit. Ja, geht nicht. Mal noch dran. Kann man da nicht mit dem Mund aufhalten? Das finde ich natürlich jetzt ziemlich doof, dass man da jetzt nicht anständig den Mund nur aufhalten muss und dann hier was zu essen zu trinken kriegt. Genau.
Teile brauche ich noch. Eigentlich, wenn es sagt, geht 4. Du scheiß Krebse! Brauch was zu trinken. Ja, wie gut das ist. Alter, es leckt wie Sau, wenn das stürmt, ne? Alter Vater, kaum spielbar dann. Liegt aber an meinem PC. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Deswegen bete ich auch immer, dass es nicht so lange stürmt. Habe ich doch schon eine Hand. So. Wird mir echt schwindelig, ne? Klasse. So, das mit dem Durst haben, wollte ich gerade sagen, hat sich ja erledigt jetzt, aber dem ist tatsächlich nicht so. Was ist denn das? Es gab ein Leck und alles war weg. Ein Leck, alles weg. Kurafrucht. Na, hau mal rein, die Figur. Okay, geht. Bleib drinnen. Oh, mein Dings, mein Ventilator ist auch nicht. Mein Lüfter. Das ist auch ein großer Teil. Ich habe einen externen Lüfter auf meinem Lappy. Andersrum, mein Lappy steht auf dem Lüfter. Da muss man die Rotationsgeschwindigkeit eingeben. Damit der. Nö, ja, warum nimmst du nicht mit, ne? Okay, aber wir müssen gucken, dass wir Status Hilti kriegen. Haben wir nämlich noch nicht und das ist Mist. Wow, eine fette Drehung. So, ich glaube, das Wetter wird wieder besser. Und es wird natürlich nachts dann, ne? Kann man Essen da eigentlich gerade verbrennen? So, danke schön, dass es noch gereicht hat. Puh, ich dachte schon, ich müsste jetzt kacken gehen oder so. Jetzt sind wir Hilti. Vorher kann ruhig einen Augenblick noch anbleiben. Schade, dass wir jetzt so super Hilti sind, es wird nachts, ne? Aber wir sind auch müde. Folgedessen gerade nicht so schlimm. Warten, bis es ordentlich dunkel wird, dann gehen wir schlafen. Derweil versuchen wir noch mal ein bisschen was für unser Floß zu tun. Kann ich den noch nicht mitnehmen? Doch, jetzt geht's ja. Und natürlich für unsere andere Base, für unsere Heimatbase. Kann ich so nicht mitnehmen. Gut. Die schon. Alles rein. Wunderbar. Passt alles wirklich? Genial.
Viermal würde passen davon. Ja gut, okay. Aber ich glaube, das soll erstmal. Erstmal sollten wir es reichen. Sonst könnten wir auch immer noch so eine Nachbarinsel segeln. Und irgendwas anderes plündern gehen. Ich muss mich noch mal echt an das Feeling einer neuen Maus dran gewöhnen, ey. Hä? Kann ich den mitnehmen? Nee. Jetzt kann ich ihn mitnehmen. Komm, mit. Wo ist das andere Stück davon? Hat er gar keins mehr? Oder was ist das einzigste? So viele Fragen. Genau. Ich denke auch, dass die Oberfläche davon auch scheißegal ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, nur so ein optisches Ding. Die brauchen wir. Was ich gut finde, dass die Maus nicht so doll klickt, also dass man nicht klicken hört. Aber es ist einer von diesen neumodischen Gaming-Mäuse und wer die Logitech MX5 kennt, der weiß ganz genau, die hat noch richtig schöne Handformen, ne? Und die neumodischen Mäuse, die sind irgendwie, sehen aus wie Raumschiffe quasi. Haben wir das? Jetzt haben wir es, genau. Einen Stamm brauchen wir, glaube ich, noch gleich, oder? Zumindest brauchen wir auch Seile. Hier, diese Insel, diese Palme ist super unnütz. Ich habe sie für unnütz erklärt. Brauchen Leder. Und Leder finden wir nur bei Wildschweinen. Oder eben mal den Kisten. Das kann natürlich auch sein, ne? So. Pass auf, das sind noch der Siegel, ne? Vorsichtig. Das ist die Mama der Porzellanpusten. Kiste. Was? Kokosnüsse. Upsi. 69% hat die noch. Genau. So, jetzt nochmal schnell diese kleinen Dinge suchen. Dann heften wir die nochmal gleich ran. Und dann machen wir ein Heierchen. Und dann wollen wir gucken, dass wir... Ich wollte mir einen Kaffee gekocht haben. Ach, herrje. Alles vergessen. Natürlich jetzt nichts da, dergleichen, was ich hier brauche, um irgendwie mir ein Seil zu bauen. Doch. Wenn ich wüsste, wofür die da sind, ne? Die Steine hätte ich mir auch mal alle einsammeln sollen, ey. Lass ein Leckerchen machen. Slap. Solche Gaming-Maus ist das. Da, genau, so sieht die aus. Oh, mein Mikrofon, so sieht die aus. Ja, Werbung gemacht für irgendeinen Laden. Was? So, schnell safen. Dankeschön. Und suchen. Da. Klasse. Komm, nimm mit.
Nimm mit den Shit. Klasse. So. Und. So. Ich könnte gleich noch Fische essen, sehe ich gerade. Aber mein Feuer ist natürlich aus. Aber ich habe hier noch genügend Feuer am Start. So, Yeah, mein Mausrad funktioniert. Das ist schön. Hat es nämlich vorher nämlich nicht. Oh, meine Nase juckt! Jo, da kann man also nichts mehr ranmachen an den Ding hier. Doch, hier. Warte mal. Hier ist es und... Doch, geil. Yay! Cool, das ging vorher nämlich nicht. Und dafür mache ich den ganzen Scheiß. Und es fängt wieder an zu pissen. Entschuldigung. Geil, genau. Und dann baue ich das jetzt noch aus. 4 Stück, also 3 Stück brauche ich noch. Darauf trinke ich erstmal eine Kokosnuss. Darauf trinke ich erstmal ein. Aber. Achso, uns füllen dafür junge Palmen. Um hier wirklich erfolgreich zu sein. Jetzt wird's wieder lecken. Aber ich kann mich ja nicht irgendwo in die Ecke hinstellen. Ich hatte noch woanders noch Dings gefunden, ne? Es tut mir leid wegen Lecken. Es ist ein sehr, sehr, sehr lackiges Ding. Heute. Aber ihr müsst verstehen, dieser alte Laptop... Noch 3 drin, ne? Glaube ich. Ja, geil. Oh, das war zu viel. Ach, hey. Dann nehmen wir auch mit. Oh, nur Fußboden. Jawohl. Ja. So. Sehr schön. Jetzt fehlen uns noch diese jungen Palmen, diese jungen Dinger. Ich möchte ganz viele junge Dinger haben. Oh, ah ne, das war's immer noch mit. Schon wieder drauf reingefallen, ne? Guck mal, da ist wieder so eine Frucht. Sollte ich mir mal merken. Batabam. Normalerweise erschrecke ich mich immer von diesem Geräusch. Aber jetzt ja nicht, weil es gibt Dinge, die sind lauter hier gerade. Was machen wir denn bei so einem Tag? Wir tauchen nach dem Wrack. Könnten wir. Immer noch nicht. Da wird sich auch nicht so schnell dran ändern, irgendwie. Komm, da gehen wir zu diesem Wrack da vorne hin. Unter Wasser ist alles sehr viel ruhiger. Unter Wasser ist alles sehr viel ruhiger, habe ich gesagt. Unter Wasser kommen, ne? Brauchen ein paar Fische nochmal schnell. So. Wir sind auch mutig, ne? Wow, das sah aber hübsch aus. Disco.
Wie ist die noch? Disco Pogo. Ringelingeling. Ich habe das Gefühl, dass man nur einfach ausdauernd auf diese Viecher einpieksen muss, damit die draufgehen. Oder einfach auftauchen und Luft holen. Und dann wieder drauf einpieksen. Die Rochen gehen nicht kaputt, ne? Was für ein unlogischer Scheiß. Die großen Fische, ja, die Rochen kann man aber auch essen. Glaube ich. Doch, habe ich gesehen bei Survival-Dingens. Ich gucke immer, wie heißt das? Survival-Dingens gucke ich immer. Ich informiere mich. Bevor ich Stranded Deep gespielt habe, habe ich mich informiert. Survival-Dingens. Guck mal, da ist noch ein Spin. Danach sollte ich mal gucken. Dosen öffnen. Ich habe bis jetzt keine Dose gefunden, also wüsste ich jetzt nicht, wozu ich eine Dose gebrauchen könnte. Noch ein Dose. Da auch drin oder was? Was ist das denn? Oh, damit kann ich Dings machen. Da kann ich ein Dings machen. Ich könnte damit ein Dings machen. So, komm, mach auf die Tür. Hey, da war ein Fisch drin. Sprit. Speerdings. Okay. Das Wetter wird nicht besser. Aber ist ja auch kein Hai am Start oder so. Das Wetter ist ja auch so schlecht. Nun hüpf doch darüber, du dummes Kind. Nun hüpf darüber, du dummes Kind. Ich tue mich damit gerade sehr schwer, so tief in den Ozean reinzuschwimmen. So, erfahrungsgemäß ist das manchmal sehr ungesund. Was ist denn das? Das ist ein Seeigel, Mann. Ich wollte nicht unbedingt reinschwimmen. Ein Seeigel kann man übrigens essen, soll aber nach Scheiße schmecken. Also soll Scheiße schmecken. Nicht nach Scheiße schmecken, soll Scheiße schmecken. Hä? Was? So, wir haben gefunden. Diese Erdings da, diese. Tut mir leid, ich bewege mich auch so leckig, das muss ich auch tatsächlich sagen. Durch diese Maus, durch die neue. Das ist alles noch sehr neu halt, ne? Da sagt ihr schon mal, dass ich eine neue Maus habe. Mist. So. Das ist die beste Position. Ich muss nachher mal festmachen noch bei mir. Speer habe ich nicht mitgenommen, nee, ne? Wie viele Plätze habe ich überhaupt? Egal. Vorerst ist mir das völlig egal. Jetzt brauchen wir aber wirklich mal junge Palmen und so. Damit wir mal diese Insel bald auch verlassen können. Oder wir müssen wirklich weiterreisen. Aber ich habe so viele schöne Stöcke hier zusammengelegt. Meine andere Insel haben auch hübsche Stöcke. Quatsch. Ach ey. Na komm, lass uns mal eine Frucht essen. Eine Kura-Frucht. Ich habe immer noch nicht verstanden, wofür braucht man die Yuccas? Weil ich kenne die Yuccas nur eben auch als bei wie heißt das Spiel gleich noch? 7 Days to Die. Und da sind die tatsächlich Nahrung. Kannst du aus Yuccas so essen, die Yucca-Früchte? Oder eben halt was du trinken draus machen, Yucca-Saft. Das ist wohl hier nicht der Fall. Guck mal, es treibt gut. Auf jeden Fall mal mitnehmen. Wenn wir das noch irgendwo haben. Ich glaube, wir müssen weiterreisen, oder? Ach, guck mal hier. Gerade sprach ich davon. Wir müssen weiterreisen. Lass uns wenigstens noch einen zusammenkriegen. Komm. Ich glaube fast, sie sind neu gespawnt, ne? Die spawnen eigentlich relativ schnell, deswegen kann man das mal. Wir müssten mal ganz kurz. Wir müssten so viele Dinge einfach mal machen. Ich brauche ein bisschen. Habe ich Holz am Start? Ja. Dann lasst uns doch einfach mal ein Feuerchen machen.
Was? Och, halt doch mal die Klappe. Guck mal hier, die Dinger müssten eigentlich mal mit, ne? Ach, weißt du. Warte mal. Ich packe jetzt mal mit Fisch da rein. Was? Warte mal, da ist noch ein Fisch, ne? Genau. So. Und jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ist das nicht klasse? Was wollte ich denn noch? Mein Feuer. Wo ist eigentlich mein Feuer? Ist wahrscheinlich komplett ausgebrannt so, ne? Und jetzt gibt's Fisch. Aha. Stapelt er so übereinander als Fisch. Das finde ich hier gut. So, einmal droppen. Step by step messen, sonst vertausche ich die wieder und dann muss ich spucken. Ach, hier ist mein altes Campfire. Cool. Yay, komm, dann brauchen wir noch einmal und dann haben wir das. Dann könnten wir erstmal weiterreisen, glaube ich. Aber eigentlich möchte ich noch mehr machen. Wir sollten weiterreisen gleich. Erstmal essen und dann sollten wir echt weiterreisen. Wir kommen hier echt nicht voran. Das dauert hier einfach. Dass sie nachdroppen, hätte ich beinahe gesagt, aber ich meine ja spawnen. Für droppen ist einfach nur ein geiles Wort. Drop, drop. Drop. So. Drop. Droppy, droppy, droppy. Droppy, drop. Und dann ist die Maus noch so... Ja, da, warte mal. Da, ich hab doch gerade was gesehen. Und dann ist die Maus auch noch so schnell. Das ist auch noch... Man kann die auch nicht sehr... Das ist das einzige Schlechte an der Maus. Man kann die nicht unbedingt... langsamer machen. Also, es geht natürlich auch noch schneller. Aber es geht auch langsamer. Normalerweise. An anderen Mäusen. Nicht bei dieser. Andere. So. Ach, da. Nee, doch. Himmel, nur noch einen. Komm, gib's mir, Mann. Gib's mir, ich brauche es. Da. Ja. Oh. Nein. Was soll... Oh. Ach, Kacke. Fuck. Jetzt weine ich erstmal eine Runde. Eigentlich wollte ich noch in dieser Folge raus auf See. Aber. Man müsste aus der Haut noch was machen können, aus der Fischhaut. Das wäre super cool. Schwer dich doch nicht so. Achso. Es wird aber gleich schon wieder nachts. Das ist schon wieder... Oh, ich bleib hängen. Festgebackt. Das Spiel soll auch bald für die PlayStation 4 rauskommen. Oder bald? Ja, soll. Das ist ein Gespräch, glaube ich, ne? Wenn das passiert, dann mache ich doch eine zweite Staffel. Was ist das denn noch? Potatoes. Kann man die so essen? Wahrscheinlich, wer es mag. Wahrscheinlich soll man die kochen oder so. Aber ich habe noch gar keinen Kochtopf. Kriegt man hier einen Kochtopf?
So wie bei The Forest. Da kannst du sogar Kopfsuppe kochen. Habe ich mal gemacht aus den Kannibalen. Mit Wasser und Körperteile. Und dann wurde da was Leckeres draus gemacht. Das gab Kraft. Für die kalten Nächte. Toll, da habe ich ein Ding gesehen gerade mal. Und das war's denn, ne? Das ist echt schade. Und ich habe noch nicht das, das muss ich euch mitnehmen. Mit meinem Gequatsche ist ja auch sehr, sehr interessant eigentlich, ne? Folgedessen, ja. Ba, 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 ba. Lass uns einfach schlafen gehen. Und vielleicht taucht dann wieder was Neues auf. Wird ja eh gerade nachts wieder und dann gibt es wieder schlechtes Wetter und. Oh, mein Essen. Ah, Feuer gibt es. So, ich hoffe, die Dinger sind neu gespawnt jetzt mal. Anruf. Augenblick. Ich muss hier Schluss machen für heute. Also sage ich schon mal Tschüss, Leute. Warte, Tschüss, Leute, ne?